Das Orgelporträt, die Brandensteinorgel in Dimbach. Dimbach ist ein Ortsteil der Stadt Volkach im unterfränkischen Landkreis Kitzingen. Das Dorf liegt, 12 Kilometer von Kitzingen entfernt, in der Maingau-Klimazone, die zu den trockensten und wärmsten Deutschlands zählt. Wann das Dorf erstmals urkundlich genannt wurde, ist in der lokalen Geschichtsschreibung umstritten. Jedenfalls befand es sich im Jahre 1113 im Besitz der Grafen von Kastell. Ab 1306 war Dimbach als sogenanntes Klosterdorf Teil des Herrschaftsgebietes der Benediktinermönche von Münster-Schwarzach. Die Abtei richtete zeitweise auch eine Propstei im Ort ein und förderte die Wallfahrt zur Dimbacher Gnadenmadonna. In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts gründete sich in Dimbach die Rosenkranzbruderschaft, die allerdings schon im Dreißigjährigen Krieg wieder einging. Der Titel der repräsentativen Wallfahrtskirche, Sankt Maria de Rosario, erinnert noch heute an die in Dimbach seit dem Mittelalter intensiv gepflegte Marienverehrung. 1803 wurde im Zuge der Säkularisation auch das Kloster Münster-Schwarzach aufgehoben und die Klosterdörfer kamen an Kurpfalz-Bayern, später dann zum Königreich Bayern. 1977 wurde Dimbach im Rahmen der Gebietsreform ein Ortsteil der Stadt Volkach. Die Kirche, die im 13. und 14. Jahrhundert ihr heutiges äußeres Erscheinungsbild erhielt, bildet den historischen Mittelpunkt des Dorfes. Das Gnadenbild, die inschriftlich auf das Jahr 1398 datierte Dimbacher Madonna, steht seit der barocken Neugestaltung des Kircheninneren im Mittelpunkt des Hochaltars. Bereits 1620 wurde dem Gotteshaus ein Positiv verehrt und 1665 schuf der berühmte Kulmbacher Orgelbauer Matthias Tretscher ein neues Positiv, nachdem das alte vermutlich unbrauchbar wurde. Und dann lesen wir, Anno 1693 haben Ihre Hochwürden und Gnaden Herr Augustinus, Abt und Prälat zu Kloster Münster-Schwarzach, Gott und seiner werten Mutter Maria zu Ehren, ein ganzes neues Orgelwerk verfertigen und setzen lassen. Zitat Ende. Das Wappen des Abtes, Augustinus Voigt, bekrönt noch heute den Orgelprospekt. Der Neubau in Dimbach wurde bereits 1678 mit dem Orgelbauer Andreas Reuschel aus Kitzingen verakkordiert, doch starb dieser 1686 und so wurde der Bau schließlich von Johann Adam Brandenstein aus Kitzingen errichtet.
Nachdem zu Beginn eine Toccatina und Fuga des 1683 bei der Belagerung Wiens ermordeten habsburgischen Hof- und Kammerorganisten Alessandro Poglietti erklang, folgt nun ein Ricercar von dessen Amtsnachfolger, dem 1649 in Mähren geborenen Franz Matthias Techelmann. Johann Adam Brandenstein wurde 1657 in Himmelstadt bei Zellingen im heutigen Landkreis Main-Spessart geboren. Er erlernte die Kunst des Orgelbaues wohl bei einem mainfränkischen, uns allerdings bis heute unbekannten Meister und wurde 1688 in Kitzingen ansässig. Möglicherweise, aber das ist lediglich eine Vermutung, war er ein Schüler des Kitzinger Orgelmachers Johann Andreas Reuschel, der 1686 starb und in dessen Nachfolge sich Brandenstein dann etablieren konnte. Er baute in der Folge nicht nur in Unterfranken, sondern erhielt auch mehrere Aufträge in der Gegend um Nürnberg. Seine erste nachgewiesene Orgel entstand 1690 für Repperndorf bei Kitzingen, die jedoch nicht erhalten ist, und 1693 erfolgte dann der Orgelbau in Dimbach. Weitere Orgeln entstanden in der Folge etwa in der Stadtkirche zu Lauf an der Pegnitz
wo immerhin der wunderschöne barocke Orgelprospekt bis heute erhalten ist, sodann in Mönchsontheim bei Iphofen 1694, in Kirchröttenbach nördlich von Nürnberg 1696, in Neunkirchen am Sand 1698 und als Spätwerk 1721 die Orgel in Obereisenheim am Main, die von allen Werken Brandensteins heute am authentischsten von der Kunst ihres Meisters zeugt. Sein 1695 geborener Sohn Johann Konrad Brandenstein erlernte sein Handwerk in der väterlichen Werkstatt, bevor er sich in Stadt am Hof bei Regensburg verehelichte und in der Folge einer der berühmtesten Orgelbauer Altbayerns wurde. Johann Adam Brandenstein starb 1726 in Kitzingen. Seine Orgel in Dimbach wurde in der Folge mehrfach umgebaut. Bereits 1737 sind erste Veränderungen durch einen nicht genannten Orgelbauer belegt. 1859 erfolgte dann ein einschneidender Umbau durch Balthasar Schlimbach aus Würzburg. Er erweiterte dabei den Prospekt um die beiden Rechteckfelder links und rechts außen, was allerdings so geschickt gemacht ist, dass man meinen könnte, sie gehörten zum ursprünglichen Bestand. Nach zwei weiteren Umbauten, 1957 durch die Firma Weise aus Plattling und 1980 durch die Firma Orgelbau Hoffmann aus Ostheim vor der Rhön, sind heute noch vier Register sowie ein Chor der Mixtur aus dem ursprünglichen Instrument Brandensteins erhalten. Hören wir als nächstes eine Aria aus der Feder des Bamberger Karmelitenpaters Justinus Will, in der wir am Anfang das originale Gedakt 8 Fuß in Verbindung mit dem von Schlimbach 1859 hinzugefügten Salitional hören. Die Orgel in Dimbach besitzt heute 16 Register auf zwei Manualen und Pedal. Die 4,5 historischen Register finden wir alle im Hauptwerk, das vom oberen Manual mit einem Umfang bis zum 3 C angespielt wird. Hier stehen die Register Grobgedakt und Salitional 8 Fuß, Prinzipal und Spitzflöte 4 Fuß, Oktav und Waldflöte 2 Fuß, Quinte 1,5 Fuß sowie eine dreifache Mixtur. Das 1980 hinzugefügte Unterwerk besitzt die Stimmen Prinzipal 8 Fuß, Oktav 4 Fuß, Quint 2,2 Drittel Fuß, Schwiegel 2 Fuß und eine vierfache Mixtur. Das ebenfalls erneuerte Pedal mit einem Umfang bis zum eingestrichenen D ist mit Subbass 16 Fuß sowie Oktavbass und Posaune 8 Fuß besetzt. Dazu kommen eine Manual- und zwei Pedalkoppeln. Der Umbau 1980 wurde bewusst als ein Kompromiss zwischen historisch getreuer Rekonstruktion und vorsichtig angepasster Erweiterung geplant und umgesetzt. Da die Originaldisposition Brandensteins nicht exakt bekannt war, ist ein solcher Ansatz allemal besser und ehrlicher als ein angeblich stilgerechter, aber hauptsächlich auf Spekulation beruhender Rekonstruktionsversuch.
Abschließend erklingt auf dem klangschönen Werk in der herrlichen Wallfahrtskirche in Dimbach noch eine Toccata von Bartholomäus Weißthoma. Geboren 1639 in Eichstätt, wirkte er eben dort ab 1664 als Hoforganist, später dann zeitweise in Regensburg und ab 1685 wiederum in seiner Heimatstadt, wo er bis zu seinem Tod 1711 auch das Amt des Domorganisten bekleidete.